Hallöchen, liebe Zuschauer, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Heute mit Unterstützung. Endlich, ich habe es geschafft, mir jemanden ranzuholen, der uns hier bei diesem Dungeon hilft. Nämlich den lieben Basti, der hier jetzt neben uns steht. Mit dem Spross von Luna sozusagen hier auch mit am Start. Zwei Polarfüchse, das kann ja gar nicht schief gehen. Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt diesen Dungeon zusammen hier machen können und dieses Mal werden wir nicht scheitern. Auch nicht bei diesem Boss, der uns beim letzten Mal hier komplett vernichtet hat. Ja, sehr, sehr schön. Wir können jetzt hier weitermachen und ich kann direkt mal, bevor ich das vergesse, etwas ankündigen. Oh Gott, Hilfe, muss ich kurz aufstoßen. denn jetzt endlich wieder kann ich es sagen. Es gibt einen Livestream. Liebe Leute, schon verdammt lange her, dass wir den letzten gemacht haben. Aber irgendwie war es halt eine sehr aufregende Zeit. Und jetzt kann ich das endlich wieder machen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Wir sehen hier direkt mal einen Zauber, den wir noch nie gesehen haben. Der Sturmzauber von Valarur, der verdammt cool aussieht. Ich muss bei dem immer so ein bisschen an Monster Hunter denken irgendwie, an diesen Odogaron da, falls das irgendjemandem was sagt. Auf jeden Fall sehr cool. Wir werden einen Livestream endlich mal wieder machen zu Wizard 101 erst einmal. Andere Spiele habe ich auf dem Schirm, ich werde nochmal eine Abstimmung dazu machen. Das aber erst zu gegebener Zeit. Der nächste Stream wird erstmal ein Wizard-Stream, wo wir erstmal ein bisschen quatschen können, wo ich erstmal bisschen wieder die Sachen ordnen kann und wo wir ein bisschen uns was angucken können, was eventuell neu ist. So zumindest der Plan. Die Streams, das muss ich jetzt auch dazu sagen, werden ab jetzt auch immer häufiger eher unter der Woche stattfinden, statt am Wochenende, weil ich in der Regel an nicht vielen Wochenenden im Monat frei habe und da dann eher andere Sachen plane. Und der nächste Stream wird nächste Woche am Dienstag stattfinden. Also am 29.10. um 19 Uhr hier auf YouTube wird es losgehen. Ich hoffe, da haben Leute Zeit. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn wir nicht Freitag streamen und eventuell da ja, Leute eine stressige Arbeitswoche haben oder Schule oder was weiß ich was. Aber es ist leider nicht anders machbar im Moment. Deswegen wird es den Stream am Dienstag geben. Wie gesagt, um 19 Uhr werden wir anfangen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort mit dabei seid, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und ja, dann hoffen wir mal, dass es ab jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger stattfinden kann. Aber eigentlich steht dem nicht viel im Weg. Endlich mal wieder Stream. Krass. Schon wirklich verdammt lange her. Ja, so viel dazu. Das Ganze werde ich noch ankündigen auf Discord, selbstverständlich. Und auch dann, wenn der Uploadplan kommt am Sonntag, das Ganze noch auf YouTube planen. Ist wirklich verdammt lange her. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Stream war, aber es liegt schon länger zurück. Ich kann ja mal eben gucken. Alleine die Tatsache, dass ich das selber nicht mehr weiß, zeigt schon, dass es verdammt lange her sein muss. Ach du liebe Güte. Am 28. Nee, oder? Das ist jetzt nicht mein Ernst. Doch, tatsächlich. Am 28. Juni habe ich das letzte Mal gestreamt. Das ist ja verdammt lange her. Ach du liebe Güte. Ja, also wir stellen fest, es ist verdammt lange her. Aber umso besser, dass wir es jetzt wieder aufleben lassen können. So, jetzt haben wir ja die ersten Kämpfe hier relativ schnell abgeschlossen, verhältnismäßig. Und sind jetzt hier vor diesem dreckigen Boss, der sich 20.000 Mal wiederbelebt. Luna, ich bete darum, dass du heute aktiv dabei bist. Denn wir brauchen es. Basti, bitte komm rein. Ich sterbe sonst.
Asti? Oh, um Gottes Willen, da ist er ja. Don't leave me now. Ich hab nicht die Kapazitäten, den Kampf alleine zu machen. Oh ja, das wäre sehr praktisch, wenn er den Gehilfen erstmal ausschalten könnte, weil der ist ja auch echt nicht unerheblich, vor allem weil der auch fiese Zauber drauf hat. Sowas mit Betäubung und allem drum und dran. Vielleicht hätte ich ihm die Klinge geben sollen, aber... Nee, reicht auch so aus. Sehr schön. Ja, Basti ist halt auch einfach krass, ne? Was soll man da noch zu sagen? Okay, jetzt haben wir den Boss alleine vor uns stehen. Trotzdem dürfen wir ihn keinesfalls unterschätzen, denn wir wissen ganz genau, wie mies der drauf ist. Ich hole mir jetzt mal einen Mythos-Pip, damit ich in der nächsten Runde eventuell den Blick der Unendlichkeit einmal zaubern kann. Vielleicht werden wir ihn ja brauchen. Ich meine, der kann ja viel Schaden machen. Ja, mal sehen, wie oft er das jetzt macht. Da bin ich auch echt gespannt. Also in unserem letzten Versuch, wo wir den wirklich mal besiegt haben, hat er sich ja zweimal wiederbelebt. Oder? Ja, ich glaube. Und ich schließe es nicht aus, dass er das eventuell sogar noch häufiger machen kann. Man weiß es nicht. Ich könnte jetzt schon den Augenblick von Unendlichkeit machen. Ich habe aber nur eine Klinge. Ist mir egal, ich mache es jetzt einfach. Einfach mal umzugucken, wie viel das abzieht. Ja, dass wir jetzt nicht gekrittet haben, ist richtig mies. Und ich sehe nicht mal, wie viel Schaden es macht. Weil das verdeckt ist. Aber der grünen Leiste hier unten nachzuurteilen, kann es nicht viel gewesen sein. Toll. Nee, aber mal so gar nicht. Der hat gerade mal 800 Schaden bekommen. Das ist ja mal, nichts. Verdammt nochmal. Da werde ich wohl mich ein bisschen besser vorbereiten müssen. Habe ich die Pips eigentlich jetzt zurückgetauscht? Nee, ne? Sollte ich gleich mal noch machen. Dass ich es nicht vergesse. Sehr schön, da kommt die Macht der Polarfüchse hier zum Einsatz mit der Schwelfe, sehr schön. Ich finde das aber sehr gut, ich habe jetzt auch nicht mehr diesen Druck, unbedingt in Anführungszeichen auf dem US-Server spielen zu müssen oder zu wollen, weil ja jetzt dann doch so viel rüber gepatcht wurde, dass man auch auf dem deutschen Server jetzt eine Menge Content wieder hat. Und ich kann kaum glauben, dass ich das sage. Sodass man eigentlich auch erstmal hier bleiben kann. Die Hiobs-Botschaften, die wir noch vor ein paar Monaten hier gesungen haben auf dem deutschen Server, die können wir jetzt erstmal wieder wegstecken. Es geht vielleicht doch so langsam in die richtige Richtung. Sehr, sehr schön. So. Der erste richtige Angriff sozusagen jetzt mal auf den Boss und nicht so was Läppisches wie das, was ich da vorhin gemacht habe. 7400, oh ja, das kann sich sehen lassen. Und sogar noch eine Klinge obendrauf. Ist auch seltsam, ne? Der hat die ganze Zeit Mythos-Pips. Ja gut, jetzt benutzt er sie mal. Aber ansonsten verwendet er sie nicht so häufig. Aber auch er krittet mit diesem Angriff hier nicht. Boah, trotzdem 1800. Nicht schlecht. So. Ja, toll. Ich könnte ihn jetzt angreifen, aber ich habe leider keine Klinge. Keine Faust, meine ich. Das ist blöd.
Es könnte trotzdem ausreichen. Ich greife jetzt einfach ohne Faust an, bevor die Aura weg ist. Und wenn ich dieses Mal bitte critten könnte, dann stehen die Chancen auch recht hoch, dass das ausreicht. Zumindest für das erste Leben. Wir kennen das ganze Spielchen hier ja. Nehme ich eigentlich auf? Ja. Immer so diese kritische Blick rüber auf den anderen Bildschirm. Nehme ich gerade wirklich auf? Aber ja. Ich habe die Aufnahme gestartet. Schön. So, wie viel Schaden macht das jetzt hier? 5200, das ist sehr gut. Mit dem Rundenschaden zusammen wird er jetzt den ersten von seinen 10 Löffeln schon mal abgeben. Und wir sind auch noch beide sehr gut bei Kasse, was unsere Leben angeht. Da haben wir nichts zu befürchten. Genau, er geht down und belebt sich jetzt das erste Mal wieder. Oh! Diese Heilung kann man bestimmt mit Dämmer und Düster unterbinden. Also zumindest stark abschwächen, denke ich mal. Das geht bestimmt. Hätte ich eigentlich auch vorher mal drauf kommen können. Das ist ja wie bei Melister in Düstermoor. Da kann man ja auch Dämmer und Düster zaubern und dann kriegt er deutlich weniger Leben, wenn er sich wieder zurückholt. Funktioniert hier mit Sicherheit genauso. Aber gut, können wir jetzt nicht testen. Dämmer und Düster haben wir leider nicht dabei und ich habe schon wieder vergessen, die Pips umzutauschen. Ich Vollidiot. Ich versuche es mir in mein Kurzzeitgedächtnis zu prügeln, dass ich es in der nächsten Runde endlich mache. Alter, das... Die Haustiere gehen ja voll ab hier. Also man merkt, wenn man zwei von denen im Kampf hat, dann ist die ganze Gruppe eigentlich relativ gut geheilt. Stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn man einen Kampf hätte mit 4 Leuten, die eine Luna sozusagen haben. Dann ist ja eigentlich das Leben der Gruppe stets gesichert. Ja. Wie man hier sieht. Dann noch die Zuflucht gezaubert und dann steigt die Heilung ins Überdimensionale. Ich habe endlich meine Faust. Perfekt. Dann kann ich den rasenden Stier schon mal buffen. So, jetzt den Pip wieder ändern. Jetzt habe ich es endlich mal gecheckt. Also theoretisch können wir uns jetzt beide vorbereiten. Dann greift einer von uns an, der Boss ist besiegt, kommt dann wieder und dann kann der andere nochmal draufhauen. So, geschärfte... Ich bin so dumm. Die Klinge hatte ich schon. Egal, dann mache ich halt die andere. Ihn jetzt anzugreifen wird leider noch nicht ausreichen mit 2 Klingen. Das bezweifle ich stark. Da wird es schon ein bisschen mehr brauchen. Aber der Boss macht auch irgendwie nichts. Also der ist genauso faul wie beim letzten Mal. Oh, Klingensturm. Das ist ein guter Call. Und jetzt kommt, denke ich, der Angriff. Oh ja. Da ist wieder dieser Zauber. Ich finde den extrem cool. Gefällt mir viel, viel besser als dieser Feuerzauber. Den haben wir ja auch schon gesehen. Aber der ist nicht so ganz nach meinem Geschmack optisch. Der hier wiederum ist richtig, richtig cool. Und es reicht aus. So. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir auch in der letzten Folge waren. Er hat sich jetzt zum zweiten Mal wiederbelebt. Und diesen Angriff macht er danach anscheinend immer. Den Feuerregen. War ja beim letzten Mal auch der Fall.
und er macht immer noch weiter. Jetzt hat er aber auch nur noch ein Viertel seiner Leben. Also anscheinend wird das immer so ein bisschen runtergestuft. Auf jeden Fall greife ich jetzt an, um auch diese Version ins Nirvana zu schicken. Und jetzt gucken wir mal, ob er sich danach nochmal wiederbelebt. Oder ob das tatsächlich jetzt das letzte Leben ist. Falls ja, wäre das aber auch wieder sehr, sehr schade, weil dann hätten wir es ja fast geschafft bei unserem alleinigen Try. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, der wird nochmal wiederkommen. Der sieht irgendwie so aus. Und? Okay. Jetzt kommt erstmal Luna, aber das muss nichts heißen. Oder? Ist er jetzt tatsächlich besiegt? Wir werden es in wenigen Minuten herausfinden. Sobald unsere Pets hier aufgehört haben zu heilen. Es hat gereicht. The thrill of a victory has miraculously healed my ankle. How very wonderful for you. What was all this for again? Come with me. Wir haben es geschafft. Ja, vielen Dank an Basti. Das war eine sehr willkommene Unterstützung. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich wieder, keine Ahnung, 5 Folgen oder so dafür gebraucht. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben Pixel bekommen und einen Haufen anderes Zeug, was ich mir jetzt leider nicht angucken kann. Einen Talisman. Mhm. Oh, Magiralien für Karamellzauber. Interessant. Und zwar für alles Mögliche. Scheint wirklich so ein Major Boss gewesen zu sein. Sehe ich das gerade richtig, dass wir Magiralien für jede erdenkliche Schule bekommen haben, außer für Feuer? Das ist ja mal wieder... Ist ja mal wieder typisch. Tja. Aber gut, damit müssen wir leben. Achso, das ist die PvP-Variante. Stimmt. Und dann gehen wir hier durch das Portal und beenden damit endlich diesen gottverdammten Dungeon. Und dann hoffen wir mal, dass Mario sich jetzt langsam hier wieder eingekriegt hat. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Wobei ich fast befürchte, dass jetzt hier noch weitere Dungeons direkt im Anschluss folgen werden. Könnte zumindest sein. Design, show yourself. It is a time for your reckoning. The duel was won, and my demands will be met. Was soll das heißen? Du hast das Duell gewonnen. Ich habe das Duell gewonnen. As you wish. No, no more of that. There will be no more wishes for anyone. Remove the Valencian still veins. Stop regrowing the Monkistan trees. What? I did not agree to that. Take the steel, but those trees are ours. The trees are still yours. To tend to and raise naturally. Not to mine incessantly for endless resources. It is a small price to pay for peace. A small price we pay to you, you mean? Hmm? For your lumber and goods? Would you prefer we go back to fighting until this world shakes itself to pieces? Very well. Dasein, is it? Do as His Highness requests. Grant none on this world any further boons. Also eigentlich ist der Vorschlag ja sogar ziemlich vernünftig. Was ich von Mario niemals erwartet hätte. Also, er überrascht mich zum ersten Mal. Splendid! Now, let us return to Puerto Nuovo and tell everyone of the compromise we made today.
You know, I'm not sure anyone can be the glue that binds those two civilizations, but I wonder. Enoyos shouting, wizard. Dasein is gone. Is this Manticore you're asking about important? Well, come along. Let us go compromise. Dürfen wir dem Braten trauen oder nicht? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ach stimmt, das ist ja sehr praktisch. Wir können jetzt hier direkt das passende Portal verwenden. Mit Animation sogar. Um hier zurückzukehren zu dem passenden Ort. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier aufgelöst wird. Vielleicht erleben wir jetzt wirklich den Umschwung. Ich habe jetzt auch noch gar nicht in den Kronennamen geguckt, ob es irgendwas... Ui. Oh mein Gott. Das Feuerkätzchen ist wieder da. Ich liebe das, ja. Das ist so süß. Aber ein neues Pet werde ich nicht mehr trainieren. Das könnt ihr komplett vergessen. So niedlich diese Katze auch ist, ich werde nicht noch einmal durch diese Hölle gehen. Dann haben wir hier einen Fossa, der ist auch neu. Oh, hat dasselbe Character Model. Sieht auch genauso süß aus. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Und die Säbelzahntiger sind im Angebot. Ach stimmt, und es gibt jetzt neue Spinnenreittiere. Das, ach nee, das sind Haustiere, Entschuldigung. Neue Spinnenhaustiere gibt es. Okay, das sieht echt verdammt creepy irgendwie aus. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier diese Bananenspinnen. Ja, okay, die Wanderspinne ist auch tot, also da passt es dann wieder vom Design. Die anderen beiden sehen vom Farbschema sogar ganz cool aus, vor allem die hier, die mag ich. Da gibt es noch ein Spielzeug-Golem. Also es gibt einen Haufen Spinnen hier als Reittiere, als Haustiere. Oh mein Gott, ey, bin ich bescheuert. Die Reitspinne selber gibt es natürlich auch, aber die ist nicht reduziert. Und ja, so viel dazu. Das Rucksack-Erweiterungselixier ist gerade im Angebot, ist auch interessant. Aber ich habe keine Kronen und keinen Nutzen dafür so wirklich. Auch wenn mein Rucksack schon wieder voll ist, ja. Aber da kann man ja nochmal ausmisten. Sollte ich vor dem Stream vielleicht auch mal machen. Wondrous news, my friends. Principe Mario de Mario, the House of Mario, has saved you all. It is with a great humility that I tell you, thanks to me and me alone, commerce flows unobstructed once again. For now. What was that? Nothing. You are very impressive. Surely a lasting peace has come to Novus. Not another earthquake. What is that? It is a flag. Huh? A flag grown straight from the ground. Straight from Dasein himself. Was zur Hölle ist das jetzt? Marleybone! The dogs have gone too far this time. Come, Manzana. Puerto Nuovo must stand united in our outrage. Und natürlich wird der kurze Frieden wieder unterbrochen von irgendeiner anderen Fraktion, die sich jetzt hier einmischt. Dieses Mal ist es Marleybone. Ich krieg langsam echt die Krise. Sie können es nicht lassen. Aber gut, was deren Motive hier sind und was genau die jetzt für den Plan haben, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich weiß gerade gar nicht, ob die noch vor dem Stream kommt oder nicht. Das muss ich dann mal sehen, je nachdem wie stressig meine nächsten Tage sind. Wir werden es sehen, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr zum Stream mit dabei seid. Wie gesagt, am Dienstag nächste Woche um 19 Uhr wird das Ganze hier starten. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an meine Kanalmitglieder, wir sind übrigens jetzt auch Stufe 158. Sehr, sehr schön. Vielen Dank an Basti auch nochmal ganz besonders für die Hilfe hier. Und danke an Manuel, an Rex Schattenklinge und an Kalia. Und dann sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.